Liebe Zuschauer, wir melden uns heute live vom Friedrichstadtpalast anlässlich der ersten CSD-Gala. Und wir wollen einfach mal schauen, wen wir jetzt hier von den Prominenten so vors Mikrofon kriegen, aber auch was sonst noch hier heute am Abend geschieht. Sie kommen heute hier zu dem Abend, die erste CSD-Gala. Was erwarten Sie sich von dem Abend? Ach, ich komme sowieso immer gerne hier in den Friedrichstadtpalast und ich lasse mich jedes Mal überraschen und bin eigentlich nie enttäuscht. Irgendwas nehme ich immer mit und bin meistens vor allem von den Tänzern begeistert. Nun, dieser Abend steht ja auch unter dem Motto gegen Homophobie. Wie ist Ihre Einschätzung? Ist die Bevölkerung offener geworden oder ist es, sage ich mal, in den 90er Jahren war alles frank und frei und nun wird es ein bisschen schwieriger? Also ich glaube, es hat sich schon was getan, aber leider noch nicht genug. Also wenn man immer noch das betonen muss und dafür kämpfen muss, dann ist ja offensichtlich noch nicht genug getan und sind die Menschen leider noch nicht tolerant genug. Aber hoffentlich bewegt sich weiter was. Die Vorstellung läuft, die erste CSG-Gala, das Ballett ist auf der Bühne und die Stimmung ist ganz gut. Ja, liebe Zuschauer, und wir werden sehen, wen wir in der Pause dann alles vor die Kamera kriegen. Einer der Gäste der ersten CSD-Gala, wie hat es Ihnen gefallen? Es war fantastisch. Also ein super toller Auftakt zum CSD und ich kann hier nur dem Haus Friedrichstadtpalast danken, dass sie diese Show uns zur Verfügung gestellt haben. Und man sieht insgesamt, die Leute sind begeistert und ganz hingerissen. Toll. Nun steht ja der heutige Abend unter dem Motto gegen Homophobie. Wie sehen Sie das Problem? Also meine Meinung ist, in den 90er Jahren war alles frank und frei und jetzt scheint es ein bisschen wieder krampfiger zu werden. Also ich glaube nicht, ich komme halt mehr aus den 80er Jahren und da war das Thema viel, viel härter. Es ist nicht mal drüber geredet worden. Ich habe nicht das Gefühl, dass sich die Situation für schwule und Lesben wirklich verschlechtert hat, aber es ist mehr an die Oberfläche gekommen. Wir sehen es mir, wir diskutieren es selbst an diesen Plätzen und das heißt also, nicht nur Schwule und Lesben sind dann sensibel geworden, sondern auch Heterosexuelle. Wie sehen Sie es? Ich habe neulich Jugendliche getroffen, so zwischen 16 und 18. Und also ich hatte den Eindruck, die müssen einfach mal eine Extraportion Aufklärung in ihrem Biologieunterricht bekommen. Also ich habe einfach den Eindruck bekommen, dass der Sexualaufklärungsunterricht in der Schule nicht mehr so richtig stattfindet. Also er hat ja eigentlich noch nie in der Schule stattgefunden, sondern vor der Schule. Und das ist nach wie vor ein Problem, dass die Schulen eigentlich in ihrer Autorität, in ihrem Lehrauftrag nach wie vor ziemlich versagen. Muss man leider hier auch in Berlin sagen. Insgesamt die Jugend ist viel lockerer geworden im Umgang mit Sexualität, aber im Umgang mit Anderssein hat sie nicht wirklich dazugelernt. Das ist richtig. Hat euch der heutige Abend gefallen, die erste CSD-Gala? War echt super. Die Tänzer sind einfach grandios und die Stimmung war echt gut. Sehr spektakulär. Ja. Und wie vorher auch noch nicht gesehen. Einige Ausschnitte schon, aber ich war sehr beeindruckt. Schade, dass leider der Schluss ein bisschen verkürzt wurde. Nun steht ja der Abend CSD, das sagt es ja, unter dem Motto, also anders sein, gehört ja auch zur Zielgruppe oder habt ihr Freunde, die eben schwul oder lesbisch sind? Ich habe keine, aber ich bin total tolerant in diesem Bereich und habe nichts gegen Menschen, die anders sind. Wie habt ihr davon heute erfahren, dass das dann stattfindet? Hängen ja überall Plakate rum. Einfach aus Interesse, weil ich einfach finde, dass man viel mehr Aufmerksamkeit auch darauf legen sollte und sich einfach mal mehr offen hingeben soll. Heute war die erste CSD-Gala hier im Friedrichstadtpalast. Wie hat es Ihnen gefallen? Super. Also mir hat es super gut gefallen.
erstmal, dass es die erste war, es war überfällig, dann in dieser Location, in der Kombination ein voller Erfolg. Sie sagen, es war überfällig. Hätten Sie schon ein paar Jahre früher erwartet? Für den Berliner CSD hätte ich schon früher erwartet, ja. Aber das ist, diese Kombination, das ist natürlich bombastisch. Man braucht es ja nur umzuschauen. Die Show war fantastisch. In der Kombination, in dem Haus, einmalig. Und wie hat es Ihnen gefallen? Super klasse. War ein tolles Ereignis, ja. Ich habe mal eine Frage. Dieser Abend steht ja auch unter dem Motto der Homophobie, also der Diskriminierung. Haben Sie selbst jetzt schon in Ihrem Kollegenkreis erlebt, dass das ein Thema ist? Also ich kenne es aus früheren Jahren, nicht mit mir persönlich, aber mit vielen Freunden, die es erlebt haben. Sei es jetzt in der Familie, sei es im Freundeskreis oder im Beruf. Es kommt immer wieder vor und das ist ein Thema, was aktuell ist. Auf jeden Fall. Wir haben gerade mit Schülerinnen gesprochen und die haben uns gesagt, es gibt keinen richtigen sexuellen Aufklärungsunterricht. Also es kommt zwar die normale Aufklärung vor, aber dass Homosexualität findet nicht statt. Wie finden Sie das? In der Schule gibt es so eine Aufklärung gar nicht. Ich kann das nur unterschreiben. Wir waren in den 70er Jahren weiter als heute. Also sehen wir uns die Filme an, die in den 70er Jahren gedreht worden sind, ob es der Kolle war. Selbst ich komme aus der Zeit 70er Jahre. Wir haben einen riesigen Rückschritt gemacht. Unsere Politik versagt total in der Beziehung, die Erziehungspolitik auch. Ich finde, das, was wir damals im Biologieunterricht gelernt haben, war das eine Normalität. Heute ist das ein Tabuthema. Und ich unterhalte mich, ich bin ja nun auch ein bisschen älter, auch mit jüngeren Leuten, die sagen das Gleiche. Die da versagt die Schule, die Gesellschaft und die Politik vor allen Dingen. Hätte das mit dem Bündnis gegen die Homophobie schon ein bisschen früher beginnen sollen? Natürlich, eigentlich seit 1950, seitdem sich Männer auch outen, gehört das zur Gesellschaft ganz einfach. Und ich kann auch Gewalt gegen Schwule überhaupt nicht respektieren, weil es geht um Liebe. Und die geht um Liebe um Männer oder Frauen oder wer auch immer was liebt. Es geht um Liebe. Heute hier bei der ersten CSD-Gala, da werden viele sagen, Mensch, den kenne ich doch irgendwoher. Klar, Timousine, TimTV. Das ist richtig, genau. Ich bin mit dem Taxi durch Deutschland gefahren, habe auch unter anderem Gabi Decker bei mir in der Timousine gehabt, habe einige Leute, auch Conny Littmann, der heute Abend auch hier ist, war auch bei uns im Auto und das war bei uns ja ein Riesenthema. Also Gleichberechtigung, wir haben über Fußball geredet, eben wie heute auch. Und was mir heute so ein bisschen gefehlt hat, war das, was Conny Littmann auch gesagt hat, der größte Feind ist die Mannschaftskabine. Das wurde kurz angesprochen, aber wurde eben nicht zu Ende diskutiert, weil der Fußballer hat das Problem, dass er von den Medien angenommen wird, er wird auch von den schlimmsten Fans angenommen, aber innerhalb der Kabine wird er nie wieder eine Autorität gewinnen, der Spieler. Nun ist das Thema Homophobie, der Friedrichstadtpalast hat es diesmal ja in dem Bündnis gegen Homophobie erstmalig angestoßen, mit in der Stadt, mit einigen Unternehmen. Ich habe heute schon Stimmen gehört, die gesagt haben, es ist einfach eigentlich schon ein bisschen zu spät. Na, jetzt muss ich dazu sagen, ein Freund von mir ist Geschäftsführer einer Firma, die das Bündnis gegen Homophobie, die sind ein Partner von diesem Ganzen. Ich finde das gut, weil... Ja, das hätte vielleicht schon eher da sein können, aber es gab schon immer andere Initiativen und es gab, es ist einfach nur eine chronologische Erweiterung von dem, was der LSVD und Jörg Steinert als Geschäftsführer hier macht. Die haben die Respect Games seit Jahren etabliert und jetzt machen sie eben dieses Bündnis gegen Homophobie. Ich finde den Slogan ein bisschen ungünstig gewählt, Berlin steht hinter mir, das weckt so Assoziationen, wo man sagt so, weiß ich nicht, klar. Ja, so. Aber ansonsten finde ich das gut, zumal eben Ball als großer Partner mit dabei ist, die großen Plakate sponsern und für uns Homos ist es immer noch schwierig, Reichweite zu erreichen. Wir haben meistens so unser kleines Kästchen, in dem wir senden, in dem wir stattfinden, aber an solchen Plakaten kann eben dann doch keiner weglaufen und es ist eben nicht nur eine Anzeige, wie zum Beispiel bei der Ivit-Kampagne, bei der Ich-weiß-was-ich-tu-Kampagne, die eben nur in der Zeitung stattfindet. Das ist der Unterschied, ganz einfach. Heidi Hetzer, Sie sind heute hier bei der ersten CSD-Gala. Warum? Ja, weil ich das interessant fand, diese Mischung zwischen Christopher Street Day und JIMA. Das passt ja sehr gut. Und ich war gespannt und ich bin nicht enttäuscht worden. Ich fand, es war eine super Veranstaltung. Kann man natürlich nicht immer haben. Aber ich fand es toll, wie man die Ideen zusammengebracht hat. Und weil ja nun mal der Hauptdarsteller sowieso Homo ist, da hat das gut gepasst. Und dann mit den Diskussionen dazwischen von den Sportlern und generell war also... Da wurde ja ein Problem angesprochen und der Friedrichstadtpalast hat ja das Bündnis gegen Homophobie mit angestoßen. Wie sehen Sie es?
Wir hatten gerade Stimmen gehört, wo die Leute uns gesagt haben, in den 70er, 80er und 90er Jahren war es freier. Jetzt geht es wohl scheinbar wieder etwas verkrampfter, gerade unter den Jugendlichen zu. Sehen Sie das ähnlich? Also da habe ich wahrscheinlich nicht den Überblick, dass es da anders bei den Jugendlichen geworden ist. Es gab immer Leute, wird es immer geben, die einfach dagegen sind. Und ich meine, ich finde eine Familie, eine Ehe ja auch natürlich sehr schön. Vor allen Dingen, wo das meine Richtung ist, sagen wir mal so. Aber deswegen kann ich doch tolerant sein und jeden leben lassen, wie er es möchte, wie er es empfindet. Das war es live aus dem Friedrichstadtpalast zur ersten CSD-Gala. Wir haben uns heute für Sie ein bisschen umgehört zum Thema Homosexualität und Homophobie, und zwar das Bündnis gegen Homophobie, was eben der Friedrichstadtpalast hier in Berlin mit verschiedenen Unternehmen angestoßen hat. Ja, das waren einfach die Meinungen. Die CSD-Woche beginnt und das Berlin-Fernsehen bleibt dran. Schon morgen berichten wir vom schwul-lesbischen Stadtfest.